Aufmachen! Was? Aufstehen! Was? Wieso? Brokkoli-Zeit! Gib mir Brokkoli! Du bist mein Brokkoli ist fast hier! Ich hab Brokkoli mit Dip, ich hab Brokkoli-Salat, ich hab Brokkoli-Dings? Brokkoli-Soße? Brokkoli-Soße? Brokkoli-Cremesuppe! Ich liebe Brokkoli-Cremesuppe! Okay, warte mal. Seit wann magst du Brokkoli? Letzte Folge erinnere ich mich noch dran, dass du einen kleinen Hass hattest auf meine Brokkoli-Farm. Ich liebe Brokkoli! Du liebst Erzähl nichts Schlechtes über meinen Brokkoli! Okay, werde ich nicht. Worüber ich auch nichts Schlechtes erzählen kann, was für eine tolle Überleitung, ich weiß, ist über unseren wunderhübschen Merch, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Den gibt's im Shop, der ist in der ersten Link in der Beschreibung. Da könnt ihr euch dieses wunderhübsche BFF-Design ergattern. Wir haben hier nämlich zwei verschiedene Designs. Yes. Und genau, das hier gibt's bei mir, das hier gibt's bei der Easy. Und ja, wenn ihr das kauft, dann kriegt ihr noch kostenlos eine Autogrammkarte dazu, die beide unterschrieben haben. Easy und ich, das war eine Pain. Ja, die mit unseren Beinen! Mit unseren Beinen. Mit unseren Füßen haben wir das unterschrieben. Mit unseren Füßen. Ja. Mit der wir letztes Mal realisiert haben, hier, das ist Quatsch. Hier, die Easy hat Schuhe an, die Easy hat eigentlich Krallen. Ja, das stimmt. Ich habe immerhin richtige Schuhe. Ich bin kein Mutantentier. So wie du. Sag ich nur. Aber ich muss sagen, ich glaube, wir haben keine Insel mehr, oder? Also ich habe jetzt jedenfalls keine mehr gesehen. Wüsstest du noch, wo eine ist? Hm. Weißt du, was ich mir dachte? Der Zoo, wo wir doch hingehen, ist doch eigentlich auch eine Insel, so der gesehen, Zoo oder? Ist eine Insel. Meinst du, auf der Zoo... Auf dem Zoo gibt es noch eine Rune. Möglich, weil wir brauchen ja auf jeden Fall noch 3 Runen. Ja, ja. Oh nein, mein Brokkoli geht zur Neige, Ronja. Ich habe keine Energie mehr. Du hast keine Energie mehr. Gib mir mein Brokkoli. Hier. Oh, du hast sogar noch welchen. Super. Ja. Komm, wir gehen im Zoo nachgucken, oder? Okay, dann lass uns im Zoo nachgucken. Können wir auch den ganzen Tieren mal Hallo sagen. Die freuen sich. Stimmt, die gucken, welche schon da sind und so. Ja. Wie viele brauchen wir eigentlich noch? Ich glaube, wir brauchen noch 2, oder? 3? 2? 3? Wir brauchen 2 plus die Startrune. Ja. Also, keine Ahnung, wo die ist, weil auf der Insel, ich habe nichts gesehen. Also, wir wohnen jetzt ja auch schon eine Weile hier. Irgendwann müssten wir die ja mal bemerkt haben, wenn die hier ist. Aber scheinbar nicht. Aber vielleicht finden wir sie ja. Vielleicht hat sie ja hier jemand versteckt. Vielleicht den Gorilla, vielleicht das Äffchen. Hier wohnen Gorilla, Äffchen und Reh. Okay, warte mal. Habt ihr vielleicht eine Rune gesehen? Hallo, noch irgendwo ein Tier, so was wir noch nicht kennen? Vielleicht? Irgendwo ein verstecktes? Ja, kann sein. Vielleicht gibt es irgendwo so einen geheimen Untergrund oder irgendwas. Okay, warte mal, wo ist denn hier? Oh, da ist der Gorilla. Hello. Der ist auch einfach nur am Chillen. Der hat nicht mehr Lust zu laufen. Der sitzt da einfach und wartet. Wo ist denn das Äffchen? Ach, der sitzt da oben auf seinem Thron. Mhm. Stimmt. Das sieht man gar nicht richtig. Okay, die haben sie alle nicht. Und was ist gegenüber? Ah, das ist Lama aus deiner Folge. Hallo, Lama. Ja, das wohnt. Ich habe ihm sogar ein Wüstengehege gebaut. Hast du ja, gesehen, voll schön. Ja, ja. Voll hübsch. Sag mal, magst du Brokkoli essen? Darf ich dir vielleicht ein bisschen Brokkoli anbieten? Spuck mich nicht an! Ich mag kein Brokkoli. Es hat mich angespuckt! Das ist aber voll doof. Oh, übrigens, ich will ja nicht angeben, aber ja. Hast du das hier schon gesehen? Das Kätzchen! Das Kätzchen? Ronja, schau mal da unten. Wo? Da ist es. Oh! Hier. Hi. Hi, Kätzchen. Das ist so süß. Ja, total. Oh, das ist so niedlich. Das war aus Easys letzter Folge, wenn ich mich richtig erinnere. Falls ihr die noch nicht gesehen yeah. habt, guckt die euch unbedingt an. Dann seht ihr, wie wir dieses hübsche Kätzchen retten. Was ich dir zeigen wollte. Und zwar, ich weiß nicht, ob du ja. das schon gesehen hast, aber die Achterbahn. Ja. Die ist jetzt fertig. Hm. Endlich! Echt? Hast du gebaut ja. oder was? Ja, hab ich gebaut. Habe ich, als du geschlafen hast. Ja. Ja, ja, ich erinnere mich. Du erinnerst ich war dabei. Du warst dabei. In deinen Träumen vielleicht. Warte, ja. ich gebe dir... Hier... Nimm mir mein Kart. Voll dreist von dir zu behaupten, dass ich nicht dabei gewesen wäre, Ronja. Du warst nicht dabei. Ich habe die gebaut mit meinen eigenen Füßen. Höchst eigens habe ich gebaut. Ja, ja, genau. Nehmen die Leute bestimmt ab. Ja. Ich denke schon, dass sie mir das abnehmen. Hier sind Speed-Ups. Oh, jetzt ist wieder langsam. Ja? Weißt du, was beweist, dass du es alleine gebaut hast? Was denn? Falsch gebaut. Ich habe es falsch gebaut. Ja. Ja, es ist sehr langsam, gell? Ich habe zu wenig Speed-Ups. Ja, du hast einfach die Sachen nicht gepowert. Ach so. Ja, das kann sein. Das habe ich nicht gemacht. Richtig. Das habe ich, in der Tat habe ich das nicht gemacht. Jetzt, wo du mich darauf hinweist, fällt es mir auch auf. Ja, ja. Aber das wäre dir ja aufgefallen, hättest du es gebaut, nicht wahr? Richtig. Aber da deswegen, hast du geschlafen. Das musst du ja alleine gemacht haben. Weil solche Fehler würden mir niemals unterlaufen. Das ist wahr. Das weiß doch jeder. Das weiß jeder. Nie. Ja. Okay.
Warte, hier. So. Möchtest du noch eine Runde drehen? Ich kann dir ein Card geben, neues. Ich hab's jetzt verschnellert, okay? Da okay, ist mein Card. Ich brauche kein weiteres Card. Neues. Ich nehme keine Almosen von dir. Ich nehme das Card, was ich schon habe. Okay, und ich wünsche dir jetzt nämlich noch viel Spaß. Dankeschön. Ich werde viel Spaß haben auf meiner kleinen Achterbahn. Ja, und ich werde dich auch überrunden. Kannst du nicht. Doch. Du kannst nicht rückwärts fahren. Das ist nein. Nein! Falsche Richtung! Fahr die andere Richtung! Richtige Richtung! Ich mach dein Card kaputt. Mach doch mein Card kaputt. Hast du vergessen? Ich mach dein Card kaputt. Ja! Du hast nicht mein Card kaputt gemacht. Nein! Ciao, Ranja! Tschüss! Ich wollte eh nicht Achterbahn fahren. Achterbahnen sind für Leute, die doof sind. Für Leute, die doof sind? Ja. Wollte ich dich nur wissen lassen. So. Ja. Au, ich hab mir wehgetan. Oh, hast du keine Lytra an? Nein. Ich werde jetzt aber Brokkolisuppe essen, dann geht's mir wieder besser. Okay, was haben wir denn noch für Tiere hier? Wir haben noch... Oh, was ist hier drin? Oh, hier sind das Pegasus und das Einhorn. Das Einhorn ist noch ganz klein, das Pegasus ist viel zu groß im Vergleich. Du bist halt schon erwachsen, ne? Ja. Oh, hier ist der Igel. Magst du mal herkommen? Na! Hallo, kleiner Igel. Ach, oh, der läuft doch schon wieder gefährlich los. Oh mein Gott, der Elefant. Der Elefant ist voll groß geworden. Das Vogel in den Lüften. Guck mal, wie riesig der geworden ist. Ja, was? Wirklich? Ja. Ich sagte, da fliegt ein Vogel umher. Oh. Da ist der Igel. Los in Ruhe. Der Elefant. Ja, wo bist du? Ich bin beim Elefant, tatsächlich. Der Elefant denn drin? Ach so, beim Wasser. Hier beim Wasser, ja. Ja. Aber der ist gigantisch. Der stößt an die Decke dran. Nein, wirklich? Doch. Oh, du feuerwerkst irgendwo. Nein, oh, hier ist der Vogel. Vogel. Ja, ich bin der Vogel. Du bist der Vogel. Ja, oh. Ich bin gerade rumgeflogen. Oh, da. Der Delfin ist hier auch. Guck mal, der Igel kommt her. Der möchte mit dir sich anfreunden, nehme ich an. Der Igel will ganz sicher nicht mit mir befreundet sein. Der will mich nur wieder stechen. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, der Igel möchte sich mit dir anfreunden. Ich glaube, deswegen ist der hergekommen. Ja, ich kann auf seine Freundschaft verzichten, Ronja. Ich bin gerne befreundet mit meinem Kumpel, dem Igel. Okay. Viel Spaß euch beiden. Dankeschön. Ich mag den Delfin lieber. Nee, der Delfin, der mag dich ja auch nicht. Der mag dich vielleicht nicht. Oh, guck mal, wie süß. Oh, beim Löwen- und Leopardengehege, der Löwe war gerade baden und ist jetzt wieder rausgekommen. Und jetzt redet er mit dem Leoparden. Echt? Die haben sich jetzt hinten bei den Heuballen verkrochen und haben gerade ein Gespräch. Das ist ja niedlich. Oh. Dann solltest du sie nicht unterbrechen. Nee, sollten wir nicht. Was ist hier drin? Was haben wir hier reingemacht? Das ist der... Weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt noch kein Tier entdeckt. Du hast noch kein neues Tier entdeckt? Nee, das habe ich auch nicht. Ich gucke gerade noch, ob ich hier irgendwelche neuen finde. Hier ist leer. Hier ist auch leer. Hier ist das Häschen. Hallo Häschen. Aber keine neuen Tiere. Das ist gar nicht der Panda, habe ich mich geirrt. Vielleicht ist der auch draußen. Oh, vielleicht da vorne in dem Gehege. Guck mal, das da. Das hier? Ja, ja, hier. Wollen wir da mal reinschauen? Nein, da wollen wir nicht reinschauen, das sind die Mücken. Was? Das sind die Mücken. Nee, easy, easy. Was ist da drin? Hallo? Nein, hörst du auf. Wieso denn? Mücken. Mücken? Wo siehst du denn hier Mücken? An dem Schild? Was sagt Mücken? Da ist noch gar nichts. Ich weiß auch noch, dass wir die Mücken hier reingesperrt haben. Nee. Ich geh doch nicht rein da. Ist doch gar nichts los. Geh doch nicht rein da. Hier ist du doch Wahnsinnige. Au! Ah! Selber schuld. Au! Komm raus. Weg! Na! Stell sie wieder ein! Ah! Hilfe! Mach das zu! Okay. Oh. Selber schuld. Habe ich gar kein Mitleid mit dir. Ich muss meine Stiche kühlen. Tu das. Bitte puste. Haben wir hier ein Nashorn. Hallo Nashorn. Hier sind keine neuen Tiere. Wo sind die denn? Das kann doch nicht sein. Hier ist nirgendwo eine Rune, Easy. Nee. Das ist doch Vielleicht Quatsch. Habe ich mich geirrt. Vielleicht hast du dich geirrt. Ist ja auch nicht unfair. Weißt du, ich gucke in die Tümpel und sowas, in der Hoffnung, dass da vielleicht so ein Frosch oder irgendwas drin sitzt. Oder irgendwo, keine Ahnung, eine kleine oder Biene auf dem Himmel. Noch ein anderer Vogel oder so, ja. Noch ein anderer Vogel, genau. Vielleicht ist irgendwo eine fliegende Insel. Warte, was ist hier hinten? Oh, warte mal. Easy? Ja. Komm mal her. Bist du, ja, bist du? Ich bin beim Pinguin. Beim Pinguin? Beim Pinguin. Hier hinten ist ja so ein kleiner Brunnen. Der geht's runter. Nicht? Mhm. Hier. Ja. Hier geht's runter? Hier geht's runter, hier sind so Treppen. Oh, erstmal ein Brokkoli essen. Oh Gott, ist voll dunkel. Junge, wie dunkel das hier ist. Oh, warte mal, da ist jemand. Das ist ein Frettchen. Warte, komm mal her, Ronja. Ja.
Was, du? Wie, da ist ein Frettchen. Da ist ein Frettchen. Oh, danke. Wo ist das? Da ist ein Frettchen rechts von dir. Stimmt! Oh, das läuft weg. Fass ich dich. Ist so eine Art Abwasserding? Warte, da hinten leuchtet doch was. Hat sich bestimmt hier unten verlaufen. Aber an der Wand ist eine Rune. Ich geh mal kurz vorgucken, ja? Okay, okay. Ich kümmere mich um das Frettchen. Okay, vielleicht kannst du es irgendwie zahm werden lassen. Ja. Oh ja, hier ist wirklich eine Rune. Stehst du auf Brokkoli? Ja? Ich stehe auch auf Brokkoli. Frettchenrune, das ist auch richtig. Das ist das Tier, was wir suchen. Hast du dich angefreundet? Ja, willst du einen Brokkoli haben? Mit dem Frettchen? Ja, alles klar, dann komm mal mit. Ich habe hier ganz viele. Ja, hier. Das kommt wirklich mit. Ja, los. Scheinbar mag's Brokkoli. Oh ja, ich stehe total auf Brokkoli. Komm, hier geht's raus. Warte, du hast jetzt eine Frettchenrune? Ich habe jetzt eine Frettchenrune gefunden. Ja, nice. Oh, warte. Einmal rausgetaucht. Da müssen wir auch gar nicht uns rüber. Oh mein Gott, wie angenehm. Stell dir mal vor, müsste die ganze Zeit bauen. Aber das Frettchen ist ja schon im Zoo. Ich meine, ja, ganz stimmt. Ehrlich, dann haben wir es auch nicht wirklich gerettet. Da kann man nicht so viel... Hast du mit, Ronja? Ich bin da. Warte, wo bist du? Hier gerade Richtung Runen. Wo wollen wir das eigentlich hinmachen? In welches Gehege? Wollen wir das zum... Ich hätte es zum Häschen gemacht vielleicht. Oh, der ist noch Häschen, ganz allein. Stimmt. Wo ist das Häschen? Ich glaube, das Häschen war hier. Ich bin in der Mitte. Nee, hier ist der rote Panda. Das Häschen... Ah, ich weiß, wo es ist. Okay, alles gut. Pinguin, es ist bei den Mücken. Oder nein, nicht? Es ist nicht bei den Mücken. Nein, aber gegenüber von den Mücken, Mike. Nicht ja. Bei den Mücken drin. Sicher. Ja, ich hab's gefunden. Hier ist das Häschen. Willst du hin? Komm. Ja, ich komm hin. Warte, da sind die Mücken. So, Frettchen. Hier ist das Nashorn. Bleib. Hier ist das Häschen. Ja, weil da ist noch viel Platz gewesen. Und der Hase braucht ja alleine nicht so viel. Genau, und hier ist auch das Frettchen. Oh, guck mal. Oh, die freunden sich voll an. Nein, echt? Wahrscheinlich reden sie über Brokkoli. Das ging ja schnell. Guck mal, wie süß. Stimmt, Hasen essen voll gerne Brokkoli. Hasen essen wirklich voll gerne Brokkoli. Weshalb? Ja, cool. Okay. Dann lass mal die Rune einsetzen, oder? Yes. Okay, dann brauchen wir aber gar nicht mehr viele. Guck mal, da oben, die Minecarts, die fahren immer noch. Nein, wirklich fahren die von alleine. Die fahren von alleine, weil das jetzt hier so wunderschön gepowert wurde durch dich. Ja, nice. Voll gut gemacht. Ich Achtermann ja. Und so. Warte mal, aber... Das Ding ist, wir haben trotzdem noch keine Inseln mehr. Oder? Wir brauchen ja trotzdem noch Runen. Vielleicht finden wir noch irgendwo eine Insel. Ich setze erstmal die Rune ein. Frettchenrune. Okay, so, dann haben wir jetzt hier eine, die fehlt. Einmal, was ist das? Rehkitz, Gorilla, Eichhörnchen, Einhorn, Pegasus, Panda, Vogel haben wir gesehen, Nashorn, Mücken, Schweinchen. Oh, der Schwein, stimmt. Hasenrune. Pinguin, Lama, Igel, Affen. Alle da. Okay, warte mal. Yeah, die Frettchenrune! Delfin, Marienkäfer, Löwen, Leoparden. Oh mein Gott, haben wir schon viele Tiere gefunden. Elefant, Kätzchen und Frettchen. Ja, sehr Leute, gut. Besucht uns mal hier in unserem Zoo. Sehr, sehr coole Tiere gibt es hier. Sehr, sehr coole Tiere. Was für ein prächtiger Zoo. In ihren natürlichen Habitaten mit ganz großen Gehegen und ist so, denen geht's richtig gut. Die können sich miteinander irgendwie. Genau, die Gehege sind ja nur, damit sie einen Unterschlupf haben. Die können sich anfreunden. Ja. Machen sie auch scheinbar. Die Igel kann sich mit Easy als vom Jäger gejagt zu werden. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Ich find's schön, wenn der Igel nochmal kommt. Ich find's schön, wenn du piekst. Hasta la pasta! Das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch. Da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert diesen Kanal, denn dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Und bei Easy kommt die nächste Folge und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut! Yes! Tschüss!